Jahr 1871 bleiben in der Praxis, trotz der rechtlichen Gleichstellung der Juden in der Verfassung des neu gegründeten Deutschen Reiches, die Diskriminierungen weiterhin üblich. Auch bilden sich vielfach Vereinigungen und politische Parteien mit judenfeindlichen, teilweise rassistisch motivierten Programmen. Außerdem dürfen Juden in Deutschland weiterhin keine hohen Positionen im Militär, in der Verwaltung und in der Justiz einnehmen. 1881-82 führen die zunehmenden Unzufriedenheiten der russischen Bevölkerung an den sozialen und politischen Verhältnissen unter Zar Alexander III. Zu einer Reihe von Pogromen gegen die Juden. Zehntausende verlassen daraufhin das Land in Richtung USA und Palästina. Man spricht hier von der ersten Einwanderungswelle. 1903 erscheint in der rechtsextremistisch ausgerichteten St. Petersburger Zeitung Znamya Banner und wenig später auch in Buchform die Protokolle der Weißen von Zion, eine angeblich verschwörerische Sammlung von Vorträgen einflussreicher jüdischer Männer, die sich hier anscheinend über ihren Plan zur Beherrschung der Menschheit austauschen. Das Buch verbreitet sich rasant in ganz Europa und die Nazis nutzen es für ihre Propaganda. So zum Beispiel die Schweizer Nationalsozialisten, die diese Schrift bei einer Kundgebung der Nationalen Front im Casino Bern verteilt hatten, was zu einem Gerichtsprozess führte. Jedoch wurde das Gerichtsurteil vom 14. Mai 1935, das zu dem Ergebnis kam, dass es sich bei diesem antisemitischen Machwerk um eine Fälschung und um Schundliteratur handelt, 2 Jahre später durch das Berner Obergericht revidiert. Seit den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts verbreitet sich das Buch vor allem in der arabischen Welt. In Deutschland sind die Schriften verboten und seit 2001 auf dem Index der jugendgefährdenden Schriften zu finden. Ihre Verbreitung wird wegen des Aufrufs zur Volksverhetzung strafrechtlich verfolgt. Dennoch tauchten sie bei der Frankfurter Buchmesse 2005 auf dem Messestand eines staatlichen iranischen Verlages auf, ohne strafrechtliche Konsequenzen und können aktuell leicht online gekauft werden. 1933 nutzen Reichskanzler Adolf Hitler und seine radikal antisemitischen Nationalsozialisten dieses Feindbild des Juden zu Juden schändenden Aktionen wie Boykotte jüdischer Geschäfte oder dem Ausschluss der Juden aus dem Kulturleben. 1935 werden mit den Nürnberger Gesetzen den Juden in Deutschland alle politischen Rechte entzogen und sexuelle Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden als Rassenschande gebrandmarkt. 1938 wird Juden in ihren deutschen Reisepässen ein J eingestempelt.